So, Freunde, willkommen zu einer weiteren Runde Witcher 3 Blood and Wine mit Paxis. Wir haben echt Probleme hier im Bossfight gegen den Kollege Leichtfuß. Ich weiß nicht so richtig, was da los ist. Kann doch nicht so schwer sein, aber mir macht hier vor allem die Enge totale Probleme. Zerfallende Knochen. Da müssen sich Kikimoras reingegraben haben. Der dumme Pyrol hat irgendwie gar nichts gebracht. Ich glaube, der ist nur da, um in Giftgas atmen zu können. Keine Ahnung. Brauchen den weißen Honig auf jeden Fall, deswegen. Drücke ich denn immer die falsche Taste? Müssen wir mal kurz nächtigen. So, verbesserte Katze. Rein. So. Okay. Quen können wir ja eigentlich direkt einsetzen. Hält ja eine Runde. Das brauchen wir nicht mehr. Dann Igni rein. Wäre ja auch wieder nichts abwehren können von dem. Also blocken wird auch wieder nichts bringen. Mal ganz in Ruhe. Come on, wir hatten über die Hälfte platt von ihm. Das stinkt vielleicht. Hier ist noch eins. Wenn jetzt nicht mehr aktiv, sehe ich gerade. Trifft einen halt immer, oder trifft einen immer. Der macht so schnell nacheinander mehrere. Das ist unglaublich. Der macht so schnell nacheinander mehrere Angriffe. Und hat eine Reichweite. Das gibt's gar nicht. Ich habe aber eine Idee. Vielleicht können wir ihn überlisten. Mal gucken, ob meine Idee funktioniert. Das ist echt mal ein krasser Gegner. Selbst mit Quen, er war lapidell leichter, deutlich leichter, aber es ist halt vor allem, weil ich hier echt wenig Platz habe. Man kann zwar ein bisschen hin und her, aber mal so richtig Distanz zwischen dem und sich selbst bringen ist halt fast. Hab ich jetzt bitte gespeichert, damit ich nicht alles nochmal machen muss. Also, ich meine mit Pennen und so. Also meditieren. Na? Habe nicht gespeichert, toll. Diesmal war aber das gar kein Problem, fällt mir gerade ein mit der Vergiftung. Okay. Zerfallende Jetzt Knochen. speichern Da wir müssen sich Kikimoras reingegraben haben. Das stinkt vielleicht. So, wenn ich jetzt hier hochkletter. Vor allem, es ist nur neben. Das gehört gar nicht zum Quest. Ich könnte einfach weitergehen. Krass. Hat's geklappt? Eins ist noch da. Das ist doch Feuer! Merkt ihr, dass das nicht das ist Feuer? Also brauchen wir doch kein Igni. Oh. Nee, ich komme da nicht mehr hoch, weil er im Kampfmodus ist. Verdammt. So, Freund, was machst du denn jetzt? Hä? Hässlicher? Kommst du nämlich nicht hier hoch?
Oder platt gemacht. Warten erstmal. Irgendwie cancelt das, wenn man nochmal eine Bombe drauf wirft, cancelt das, glaube ich, diesen Brandschaden. Ich weiß nicht wieso. Toll. Hm? 610 ist nicht wirklich viel, aber besser als nichts. Wir nehmen einfach alle Bomben, die wir jetzt haben. An Transformation hindert, setzt eine Giftwolke frei. Ich weiß gar nicht, ob wir den überhaupt vergiften können, fällt mir gerade ein, weil er jetzt selber... Samum! Weil er ja selber... Gift spuckt. Ich glaube, Samum bringt gar nichts. Blendet ihn halt maximal. Ja. Das Geile ist aber, dass wir jetzt speichern können. Und er nicht mehr voll Energie hat. Boah, es vergiftet ihn nicht. Ich wusste es. Fuck. Ganz ehrlich, ich will das Scheißvieh platt machen, auch wenn ich es nicht muss. Hier, eine Range hat er. Das ist unglaublich. Hier, also das gibt's doch nicht. Verstehe das einfach nicht. Das war nach keinem anderen Monster so gewesen. Ich komme einfach nicht weggerollt. Das nervt. Was? Oh mein Gott. Toll, wie einfach es dann am Ende doch wieder war. Naja, ist egal, komm. Gar nicht groß drüber nachdenken. Es war noch nicht mal ein Bossfight. Es war gar nichts im Endeffekt. Es war gar nichts. Einfach komplett billig. Speichern, wichtig. Okay, wir müssen hier lang oder was? Aber hier ist doch zu. Hier ist doch zu. Oder kriegt man alles? Wenn wir es mit Art aufbekommen würden, dann müsste es anders aussehen. Das werden wir nicht aufbekommen. Okay. Warum sagt mir das keiner? Ich gehe trotzdem erstmal in die andere Richtung. Wer weiß, was da noch für Interessantes auf uns wartet. Irgendwelche Schlägereien auf die Hand vielleicht, wieder irgendwelche Schinkenbrot oder so. Das schon seit Jahrhunderten hier unten liegt und immer noch essbar ist. Ah, ich plündere doch nicht gerne Sachen, das wisst ihr doch. Ah, ich brauche das. Ich brauche das, weil ich Kohle brauche, verdammt. Ich will dort hoch, ich will das da oben haben. Fuck, wie komme ich denn da hoch? Ich glaube, da hoch komme ich nicht, oder? Irgendwie eine Möglichkeit geben, das Ding hier oben aufzumachen. Ich will wissen, was da drin ist. Hallo. Hm. Ah, man kommt doch hier hoch. Und da ist dann wirklich nur Dreck drin. Interessant. Eine Illusion. Sehr interessant. Casus Fuderis. Mit Sicherheit teuer, falls... Schwur eines Ritters. Falls wir das nicht brauchen. Hier ruht Ritter Ramon von Gishon. Auf meinem Grab ist nicht das Antlitz des Mannes zu sehen, der einst gelebt hat. Ich habe mich mit Herz, Seele und Körper dem Rittertum verschrieben und wünsche, als Ritter in Erinnerung zu bleiben. Das Symbol der Ritterschaft ist ein nacktes Schwert und dieses Symbol ruht über mir. Das Schwert, das meine Ehre, meine Freunde und mein Herz verteidigt hat. Das Schwert, das mir näher war als ein Bruder. Das Schwert, das nie mit dem Blut eines Unschuldigen befleckt wurde. Es soll für immer auf diesem Stein ruhen. Oh fuck, wir haben es genommen. Das Ding ist, wir können es halt nicht zurücklegen, ne? Ist jetzt ein bisschen ärgerlich, aber was soll's. Das war's nicht. Wo ist es denn? Hier. Plus 1. Casus Fuderis. Ist ein Silberschwert. Ach ja, wir haben ja dieses krasse Relikt. Jeder Schlag erzeugt Ladungen, die dem Schwertschaden um 10 erhöhen.
Das heißt, es lohnt sich nicht, das zu nehmen. Was ist denn eigentlich das wert? Nur 1405, okay. Das war das, was wir aus dem See geholt haben. Also da muss das andere Schwert, damit ich das abgebe, also das werde ich eh nie verkaufen, das wäre dann immer in meine Bude gehangen, aber damit ich das abgebe und ein anderes nehme, muss es halt schon deutlich, deutlich besser sein. Da fällt mir gerade ein, dieses plus 1, ist das jetzt schon abzüglich der minus 51 durch dem nicht so guten Zustand, oder ist dieses plus 1 dann ein plus 52, sobald ich das hier repariere. Egal, ich werde so oder so das jetzt erstmal nicht verwenden. Hat ja auch einen coolen Effekt, dieses andere Schwert, das wir hier gerade nehmen. Verabredet mit einem Vampir auf einem Friedhof. Noch mehr Klischee geht nicht. Nein, wohl nicht. Du hättest die Tür offen lassen können. Und meine Privatsphäre? Die ist mir wichtig. Ich mag es nicht, von ungebetenem Besuch belästigt zu werden. Außerdem wusste ich, dass du irgendwie reinfindest. Ganz recht. Ich muss deinen Freund finden. Ich hoffe, du bist bereit, mir zu helfen. Ich werde tun, was ich kann. Aber deine Wünsche und Absichten spielen kaum eine Rolle. Wichtig ist, was Detlef will. Wenn er nicht gefunden zu werden wünscht, dann findest du ihn nicht. Punkt. Komm schon, das muss doch möglich sein. Vampire können sinnliche Erfassung vermeiden. Und Weissagungsmagie funktioniert bei ihnen auch nicht. Das präziseste Megaskop wäre zwecklos. Und dies? Kann das helfen? Wo in aller Welt hast du denn das her? Eines der Opfer wurde in der Flussbiegung gefunden. Der Körper war zerteilt. Man fand drei Hände. Die Hand mit dem Ring kam mir seltsam deplatziert vor. Eine Bruxa hat sich dafür interessiert. Es ist zweifellos Detlefs Hand. Die wird prima funktionieren. Ich muss mich kurz mal strecken. So. Wozu brauchst du die Hand? Der Ring, woher stammt er? Kennst du Detlef nicht einfach herbeirufen? Der Ring ist interessant. Ich kenne das Metall nicht. Und die Verzierungen? Er stammt aus unserer Heimat, in der wir vor der Sphärenkonjunktion lebten. Er gehört mir. Ich erhielt ihn von einem guten, alten Freund. Du könntest ihn als Humanisten bezeichnen. Er sah uns Vampire als Gäste hier, die ihren Gastgebern, also Menschen und alten Völkern, Respekt schulden. Respekt? Also keine Behandlung wie Schlachtvieh? Genau. Und ich wiederum gab den Ring Detlef, um ihn an die Ideale meines alten Freundes zu erinnern. Alter, das ist schon krass, die Vampire sind ja wirklich so die interessanteste Spezies im ganzen Spiel. Das sind ja quasi Halbgötter. Also ich kenne kein anderes, mir fällt jetzt eigentlich kein anderes Spiel, Mythos oder wie auch immer ein, wo Vampire so krass mächtig sind, die ja, also die können ja quasi nicht umgebracht werden. Wenn denn ihre Überreste irgendwo sind, dann kann sie von einem anderen Vampir wiederbelebt werden. Das kenne ich so gar nicht. Wo der Vampir auch noch richtig, richtig mächtig ist bei Helsing, bei dem Anime Helsing und dem Hauptvampir Alucard, weil Alucard ist schon extrem mächtig. Da könnte dem nahe kommen. Oder ähnlich sein. Aber ansonsten sind Vampire ja nicht so. Also die sind schon immer sehr geil und stark, aber das ist ja echt heftig. Also ich will auch so ein Vampir sein. Einer aus Witcher 3. Oder aus dem Witcher-Universum halt. Wozu brauchst du die Hand? Kennst du den, glaube ich, einfach herbeirufen? Kannst du Detlef nicht einfach herbeirufen? Ihr seid beide höhere Vampire, das muss doch möglich sein. Wenn ich ehrlich sein soll, es gibt wirklich eine Möglichkeit.
Aber glaub mir, wir sollten sie nur dann nutzen, wenn uns keine andere Wahl bleibt. Als letzten Ausweg also? Und warum? Ach, es gibt ein Wesen, das die Autorität und Macht hat, Detlef herbeizurufen. Wann und wo es will. Aber dieses Wesen auch nur aufzusuchen, Kontakt aufzunehmen. Lieber hangelt man sich an einem morschen Seil über einen offenen Vulkan. Es wäre für mich und für dich der helle Wahnsinn. Ich bin nicht bereit, so ein Risiko einzugehen. Ich bitte dich, machen wir es so, wie ich sage. Das geht schneller und ist einfacher. Oh, was ist denn das jetzt wieder? Muss es dir so mega spannend machen? Kann ich einfach sagen, was das ist, was für ein Wesen das ist? Das will ich doch wissen. Die Hand, was hast du damit vor? Du kennst gewiss die Theorie von Covidarius zum Gewebegedächtnis? Da klingelt was. Ich habe in der Alchemia Oblitera davon gelesen. Es gibt eine alte, zerlesene Ausgabe in Kaer Morhen. Wenn ich mich recht entsinne, konnte Covidarius das Gewebegedächtnis nie nachweisen. Doch, konnte er. Er konnte nur seine Ergebnisse nie veröffentlichen. Wir standen in Kontakt, nachdem wir Freunde geworden waren. Daher weiß ich, dass er seine Forschungen und erste Tests abgeschlossen hatte. Es ist kompliziert. Ohne in Einzelheiten zu gehen, es ist möglich, anhand von beliebigen Gewebeproben zu rekonstruieren, was dem ganzen Körper zugestoßen ist. Wie funktioniert das? Brauchen wir Spezialausrüstung? Wir müssen einen Absud brauen, für den Covinarius den poetischen Namen Resonanz fand. Der versetzt uns wie ein Narkotikum in Trance. Er löst Visionen von Ereignissen aus, die mit starken Emotionen desjenigen verbunden sind, dem das Gewebe gehört. Man träumt quasi einen Ausschnitt des Lebens eines anderen. Können wir vielleicht sehen, was Detlef tat, bevor er die Hand verlor? So ist es. Ich hoffe allerdings, dass die Resonanz uns auch verrät, wo Detlef sich verborgen hält. Hoffentlich funktioniert das nicht, so dass wir am Ende dann doch dieses mächtige Wesen anrufen müssen. Das wäre lustig. Lasst mich raten, es ist eine sexy aussehende Frau. Covinarius hat sein halbes Leben damit verbracht, seine Theorie zu beweisen. Es wird wohl nicht einfach sein, diesen Resonanzabsud herzustellen. Richtig geraten. Wir brauchen nicht nur Gewebe von Detlef, sondern auch ein potentes Okzipitallappenstimulans. Also praktisch ein Gift, das empfänglich für Visionen macht. Tja, wir hätten da eine gewisse Auswahl. Leider ist alles recht selten. Da wären Blenderdrüsen, aber wir müssten mindestens nach Vysimar reisen. Speichel von Fleckenwichten geht auch, aber die sind seit über 100 Jahren ausgestorben. Und Koboldaugen wirken ebenfalls, aber Kobolde sind vernunftbegabt. Denen würde ich lieber keine Augen rausreißen müssen. Wir haben nicht die Zeit, um selbst auf die Suche zu gehen. Erlaube, dass ich uns Hilfe hole. Eine Proxa bestimmt. Passt auf. Oh Gott, die Hand bewegt sich gleich. Ich wusste es. Was war das? Ein Rabe. Nicht ungewöhnlich in diesen Breiten. Sehr intelligente Vögel. Ich bat ihn, nach den Kreaturen zu suchen, die du erwähntest. Ihn und seine Kollegen. Vielleicht finden sie in der Gegend etwas. Ich nehme an, ein Rabenschwarm ist fixer als ein einzelner Hexer. Ohne deine Fähigkeiten in Zweifel ziehen zu wollen. Dennoch werden sie eine Weile brauchen. Also, wie wär's mit einem Alraunenschnäpschen? Zu einem Schnaps sage ich nicht nein. Leider ist das eher Wein als Schnaps geworden. Noch besser. Ich kenne deinen rauen Schnaps. Der lässt einen Dinge sagen, die man besser für sich behalten hätte. Was in aller Welt sollte Geralt von Riva lieber für sich behalten wollen? Der will mich wohl missverstehen. Ich möchte nicht reden. Ist das Absicht? Soll ich irgendwas gestehen? Ich habe jede Menge Geheimnisse. Du glaubst wohl, du kannst mich so einfach in die Falle locken. Ich fürchte, da musst du dir schon etwas mehr Mühe geben. Eine Herausforderung.
Ich bin ganz Ohr. Was muss ich tun? Fang du doch an. Was hast du für Geheimnisse? Vampire, interessante Kreaturen, führen doch ein faszinierendes Leben. Interessiert dich was Bestimmtes? Alles. Wie ist so eine Regeneration? Wie kommst du damit klar, kein Blut zu trinken? Wie ist es, tot zu sein? Wo bist du gewesen? Was hast du geschrieben? Boah, ich muss jetzt hier leider erstmal einen Cut machen. Und blöderweise kann ich nicht direkt noch eine Folge aufnehmen. Deswegen muss ich es hier abbrechen und werde es dann einfach so machen, dass ich beim letzten Speicherpunkt wieder lade und dann ein bisschen herspiele und ab hier dann die nächste Aufnahme wieder starte. Also, ihr werdet nichts verpassen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschüss.